etwas mitzuverantworten habe in dieser Republik, verspreche ich, dass ich ausmisten werde. Und zwar ganz oben werde ich anfangen, bei den Privilegienrittern, bei den Missständen, bei der Verschwendung, bei den ganzen Dingen, die heute nicht gehören. Er wollte Erster sein, der Beste. Er wollte geliebt werden, er wollte gehasst werden. Ich bin wieder da und bin voll da, mit aller Kraft. Ein Menschenfänger. Aber dann müssen wir Vorbild sein in der Frage der Privilegien, in der Frage der Beziehungen. Risiko, Freude, die hat er gehabt. Jörg Haider war ein Blender, Jörg Haider war ein Unterhalter. Jörg Haider hat für eine öffentliche Aufmerksamkeit besorgt, aber war auch in einer gewissen Hinsicht der Pausenclown der österreichischen Innenpolitik. Kärntner Wesen könnte auch diese Republik genießen. Haider war jemand, der den Kärntnerinnen und Kärntnern Selbstbewusstsein und auch Selbstvertrauen zurückgegeben hat. Der Mythos. Gib den Mythos, Haider. Zu viel Alkohol, zu hohe Geschwindigkeit, ein Hydrant und Knallbumm. Seine Zeit war vollendet. Natürlich bin ich schon schneller gefahren. Überhaupt keine Frage, weil 130 ist ja oft wirklich ein bisschen lähmend. Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider ist tot. Er ist heute in den frühen Morgen. Ich habe natürlich geweint, sehr lange. Und meine Frau hat mich getröstet. Er hätte es selber besser nicht planen können. Ne? Am 10. Oktober, der Landesfeiertag in Kärnten, den er eingeführt hat. Eine Woche nach einem völlig unerwarteten, spektakulären Wahlsieg. Am Vorabend des 90. Geburtstags seiner Mutter. Mich erinnert es an 9-11. Kärnten ist kopflos. In Kärnten sind heute die Uhren stehen geblieben. Ich persönlich verliere wohl meinen Lebensmensch. Er war mein Lebensmensch, er war mein bester Freund. Und ich sag einfach, danke Jörg, wo immer du jetzt auch bist. Das passt irgendwie zu dem Leben Haiders, der ja ein perfekter Darsteller war. Und bis zum Schluss. An der Jahrtausendwende. Ein Mann ist am Gipfel seiner Popularität. Jörg Haider greift nach der Macht. Für viele ist das nicht vorstellbar. Süchtigen Koffern und hirnlosen Figuren besteht. Das kann nicht gut gehen. Jörg Haider hat den Politikstil des Donald Trump quasi vorweggenommen, nämlich hier inhaltlich beliebig, sich nicht festzulegen, heute zu sagen, das Gegenteil von dem, was man gestern gesagt hat und niemand weiß, was wird man morgen sagen. Damit hat sich Haider wie auch Trump natürlich immer die Schlagzeilen gesichert. Die Freiheitlichen kommen auf 27,3% plus 5,4%. Bei der legendären Wahl 1999 mit dem besten Ergebnis war auch nicht er Spitzenkandidat, sondern Thomas Prinzhorn. Und bei vielen anderen Wahlen eigentlich auch nicht. Aber das war in der Bevölkerung bis heute auch nicht so bewusst, denn die FPÖ war Jörg Haider und Jörg Haider war die FPÖ. Herzlichen Dank für eure Einschaltung. Die Freiheitlichen sind nicht mehr zu übersehen. Dankeschön. Ein Mann aus der Provinz. Hier wächst Haider auf. Sein Elternhaus in Bad Geusern prägt ihn, auch politisch. Sein Zimmer. Überm Schreibtisch hängt das Bild seines Vaters und gekreuzte Klingen. Seine Eltern sind schon bei der Gründung der FPÖ im Jahr 1956 dabei. Jörg Haider klettert auf der Karriereleiter. Parteijugend, Funktionär, Wahlhelfer von FPÖ-Chef Friedrich Peter.
Er war ein aufgewecktes Bürscherl, wenn man das so nennen darf. Und er hat ja die Gabe gehabt, Menschen zu gewinnen. Er wollte grundsätzlich jeden gewinnen. Ich habe das letzte Wortmeldung an den jungen Kollegen hier. Ach, Sie waren zuerst, Entschuldigung, jawohl. Dann Herr Kurz. Ich darf vielleicht hier dazu noch ergänzend sagen. Abgesehen davon, wir wissen nicht, welche Beispielsfolgen wirklich noch eintreten werden. Ich habe mir gedacht, der muss Dozent werden und Professor. Das wollte er aber nicht. Der wäre einen ganz anderen Weg gegangen. Nicht allen politischen Verführungen erlegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Haider beeindruckt seinen Universitätslehrer. Er ist begabt, intelligent und promoviert zum Doktor. Haider zieht es in die Politik nach Kärnten. Dort sieht er Aufstiegschancen. Wir würden zweifelsohne niemals gegen einen Kärntner etwas einzuwenden haben, der auf Bundesebene seinen Mann stellt. Er hat binnen kürzester Zeit verstanden, Oberkärntner für alle zu sein. In Wien gibt es eine neue Bundesregierung. Die SPÖ koaliert mit den Freiheitlichen. Norbert Steger ist Vizekanzler. Für mich war Haider natürlich schon eines der besonderen Talente. Daher hätte ich ihn auch damals schon für ein Regierungsamt vorgeschlagen. Verspüre kein Lustgefühl. Er hat gesagt, er geht nur in eine Regierung als Minister. Haider hat ausdrücklich abgelehnt, Staatssekretär zu werden. Das Thema war, Haider dient nicht. Er war natürlich eine, wie soll man sagen, eine sehr ich-bezogene Persönlichkeit. Ne? Und er war auch daraus resultierend in einem hohen Maße von persönlicher Illoyalität. Ne? Im Gegensatz zu Nachfolgern von ihm an der Parteispitze, die persönlich loyal sind, war er das nie. Ne? Und er hat in hohem Maße das Lager, das Politische, die Partei, die eigene Person und die Ideologie als eins gesehen. Haider führt von Kärnten aus die innerparteiliche Opposition gegen die ungeliebte rot-blaue Koalition in Wien. Der FPÖ droht die Spaltung. Zweifelsohne sind wir nicht zufrieden mit dem bisherigen Profil der Bundespolitik. Hat jemand die Chance genützt, wieder mal überregional in den Medien vorzukommen? Ja, man muss einmal deutlich machen, dass es jedenfalls so nicht weitergeht. Es haben alle Landesgruppen sich zu dem Beschluss durchgerungen, dass im Wiederholungsfall der Parteiausschluss durchgeführt wird. Es heißt, Sie wären mit einem Schlag Österreichs reichster Politiker. Stimmt das? Ich habe von meinem Onkel einen Forstbesitz übernommen. Das verschafft mir eine materiell unabhängige Basis und ich glaube, es ist ja nicht so schlecht. Was Berndal ist halt schon, das war in Jörg seine Freude auch. Nicht? Er war selber kein Jäger, aber es ist einfach schön. Das geerbte Forstgut an der Grenze zu Slowenien gibt dem Politiker materielle Sicherheit. Einst hatte das Bärental einen jüdischen Besitzer. Im September 1986 spitzt sich der Richtungsstreit in der FPÖ zu. Am Parteitag in Innsbruck muss eine Entscheidung fallen. Haider gegen Vizekanzler Steger. Wenn Dr. Haider dazu bereit ist, auf seinen mörderischen Kampf gegen einen Teil der Partei zu verzichten. Ja, hallo, hallo. Ich bin bereit, wenn Haider ebenfalls diesen Schritt zurückmacht. Nicht als Parteiobmann zu kandidieren, damit die Partei geschlossen in die Wahl geht. Ergreife mir auf die Hand und schlage sie nicht zurück. Ich werde mich als Parteiobmann der Wahl stellen. Die Revolte gelingt. Und dann ist Haider mit 55-45% gewählt worden und das war's. Jörg Haider übernimmt die FPÖ. Die Partei ist zwar noch in der Regierung, kämpft aber ums politische Überleben. In Umfragen liegen die Freiheitlichen unter 4%. Der liberale FPÖ-Politiker Gredler warnt. Auf heute wird man uns diffamieren als Rechtsextreme.
Haider wird ins rechte Eck gestellt. Das einzige Braune an mir ist, also, wenn ich einen Kärntner-Anzug trage und den trage ich eigentlich mit Begeisterung. Der Haider ist natürlich genauso wie heutige führende FPÖ-Funktionäre sozialisiert worden in diesem Klima, in diesem zivilgesellschaftlichen Bereich des nationalliberalen Lagers, das aus dem Turnerbund besteht, aus den Mittelschulverbindungen, aus den akademischen Kooperationen, den Burschenschaften auch, war da drinnen, war aber da aufgrund sehr früher politischer Betätigung eigentlich nie so ein hundertprozentiger und wurde auch nicht ganz ernst genommen. Ne? Er hat zwar gegen den Norbert Kugerbauer, der auch Burschenschafter war und sein großer Konkurrent dann eine Zeit lang, einmal gefochten, eine Mensur gefochten, das hat sich verbunden, aber er war kein hundertprozentiger. Ne? Das mag natürlich, und hier kann man zumindest eine plausible Hypothese formulieren, mit seinem Elternhaus zu tun haben, der Vater ein illegaler Nationalsozialist, ein Mitglied der österreichischen Legion, danach eben auch einer der Gründer des VDU und dann der FPÖ in Oberösterreich. Das heißt, da gibt es eine Kontinuität, die sonst bei der so nicht kontinuierlichen Persönlichkeit des Jörg Haider nicht festzustellen ist. Es ist ja so gut wie ich, dass die österreichische Nation eine Missgeburt gewesen ist, eine ideologische Missgeburt. Er hat sich nie wirklich distanziert, das habe ich ihm gesagt. Und seine Antwort war, nehmen wir uns das nicht so ernst. Aber andererseits, eine Schutzfunktion zu beobachten gilt gegenüber unserer älteren Generation. Haider setzt bewusst Signale. Als Landeshauptmann besucht er das Treffen von Kriegsveteranen am Kärntner Ulrichsberg. Also es gibt eine Konstante bei Jörg Haider, unabhängig von seiner bewussten Unberechenbarkeit, das ist seine Neigung von vornherein, die Soldatengeneration, wie er das gesagt hat, zu verteidigen. Da passt ja auch hin, dass er den Ulrichsberg immer gerne besucht hat und dort auch die Waffen-SS gelobt hat. Im September 1995 spricht Haider als Landeshauptmann vor ehemaligen Mitgliedern der Waffen-SS in Krumpendorf. Ein Amateurfilmer dokumentiert sein Lob für die SS. Es gibt nämlich keines außer, dass man sich ärgert, dass es in dieser Welt einfach noch anständige Menschen gibt, die einen Charakter haben und die auch bei größtem Gegenwind zu ihrer Überzeugung stellen und ihre Überzeugung. Er hat ja unter Ehrung der Kriegsgeneration auch die SS und nicht nur die Waffen-SS gemeint. Und hat ja letztendlich das Bärental dann auch von so jemandem geerbt. Haiders Vater Robert wird schon in den frühen 1930er Jahren Nationalsozialist. Jörg Haider war sicher ein Familienmensch, das ist keine Frage. Und Jörg Haider war stark geprägt von seinem Vater. Sein Vater gehört wirklich zu den sogenannten kleinen Leuten, der als Arbeiter in der Weltwirtschaftskrise zu den Nationalsozialisten geht. Und natürlich versucht jeder, seinen Vater irgendwo in Schutz zu nehmen. Jeder lebt das halt anders aus. Ich meine, ich bin auch ein sogenanntes Nazikind, wo die Mutter Sühnearbeit leisten hat müssen und den Boden wischen hat müssen vor ehemaligen KZ-Häftlingen. Ich meine, wir haben ja an etwas geglaubt, was dann uns betrogen hat. Nicht? Das haben wir ja dann nach Ende des Krieges miterlebt. Wurde in den Straflagern des Nationalsozialismus. Das ist Terminologie der Nazis. Die haben Vernichtungslager als Straflager bezeichnet. Dann ist er einmal gefragt worden, wen er für den größten politischen Verbrecher des 20. Jahrhunderts hält. Und da ist ihm der Name Hitler nicht eingefallen. Das alles zusammengenommen hat es mir unmöglich gemacht, ihn zu einer Regierungsarbeit einzuladen. Herzlichen Dank. Es gibt ein großes Ziel. Weil in meinem Leben nur eine Position für das ein großes kämpfen. Ziel. Er hat schon viele Jahre, bevor er Landeshauptmann geworden ist und nur 4-5% gehabt, hat gesagt, er wird Landeshauptmann werden. Da haben noch alle gelacht. Aber er wollte mit seinem Können und mit dem Rechtsruck einfach politisch realisieren. Das verflixte Parteibuch in Österreich. Haider, er ist ein ehrlicher Mensch. Ja, traut sich was. Das ist der Wahnsinn, was wir brauchen. Herbst 1986, nach dem Ende der rot-blauen Koalition, beginnt Haiders erster großer Wahlkampf. Er verändert die politische Landschaft. Franz Vranitzky will nicht mehr mit Haiders FPÖ regieren, aber Kanzler bleiben. Und ÖVP-Chef Alois Mock hofft auf die Wende. Er will Nummer 1 werden. Den Schwarzen habe ich ganz gern, den muss ich sagen. Den habe ich ganz gern.
Der Wahlabend wird zum Triumph für Haider. Die SPÖ verliert deutlich, die ÖVP weniger, aber die totgesagte FPÖ erhält 19 Mandate. Bei den Regierungsverhandlungen danach haben wir den Mut nicht gehabt, mit den Freiheitlichen eine Koalition zu machen. Alois Mock wollte, aber er war nicht stark genug, um es durchzusetzen. Vranitzky lehnt eine Regierung mit der FPÖ ab. Ausgrenzung? Ja, wird denn der Jörg Haider jemals dem Obmann dieser Partei politisch die Hand geben wollen? Ausgrenzung hat Haider ins Gespräch gebracht, aus Beleidigung, dass ich mit ihm keine Bundesregierung bilde. Geht's auf die linke Seite. Der Franz Vranitzky hat mit seiner Ausgrenzungspolitik, die er erfunden hat seitens der SPÖ, den Niedergang der Sozialdemokratie in Österreich eingeleitet. Ich habe nichts anderes getan, als eine Koalition zu bilden, die ich für richtig halte, und nicht eine zu bilden, die ich nicht für richtig halte. So gesehen ist also das Ganze nicht Ausgrenzung, sondern Haltung. Es ist also das nicht eine Koalition der besten Köpfe, sondern das letzte Aufgebot. Er wurde eigentlich in die Oppositionsrolle gedrängt, die er eigentlich nicht angestrebt hat. Er wollte regieren. Vorerst beginnt Haider einen Dauerwahlkampf gegen die rot-schwarze Koalition. Er hat ein Ziel vor Augen. Er will regieren, vorerst als Landeshauptmann in Kärnten. Und Haider stylt sich als Popstar der Politik mit Symbolen und Fanartikeln. Ich bin mit diesem Schal ins Studio gegangen und daraufhin war die Reaktion die, dass die Leute angerufen haben und gesagt haben, was ist das für ein Schal und warum trägt er den? Und das hat also dann solche Kreise gezogen, dass wir gesagt haben, das ist ein ideales Marketingprodukt für uns. 1989. Haider beendet in Kärnten die Ära der SPÖ. Er wird erster freiheitlicher Landeshauptmann. Regieren in Klagenfurt, opponieren gegen Wien. Wenn es blöder gekommen wäre, wäre er sogar Vizekanzler oder Kanzler geworden. 1998 werden wir den Bundeskanzler stellen, das habe ich immer gesagt und das schaffen wir auch. Haider beginnt einen Kampf gegen Privilegien. Sanierungsfall sind die beiden alten Parteien. Sein Grundcharakter, der hat sich nie geändert. Mit ihren Privilegien, mit ihrer Überheblichkeit, mit ihrer Verschwendung auf Kosten der Steuerzahler. Nämlich, dass er ein sehr nachdenklicher, sensibler Mensch war. Bonzen, Privilegienritter und Korruptionisten. Und nicht dieser böse, stumpfe, dumpfe Rabauke. Das System ist in Wirklichkeit schon längst sturmreif. Damit wir das rot-schwarze Dickicht durchfilzen können und die Erblichkeit der gnadenlos gegen Missbrauch, Filz und während die großen Bonzen, Privilegienritter, Gründegänger, die Privilegien, weniger Bonzen, die weniger Parasiten, die Posten, ich garantiere die Macht, Ihnen, das Geld, weniger Skandale. Weniger Privilegien, rote Sozialversicherung, schwarze, rote Staatsbetriebe, schwarze Staatsbetriebe, rote Kammern, schwarze Kammern, rote Schulen, schwarze Schulen. Dann begeht Haider einen schweren Fehler. Ein dummer Satz. War nicht ohne. Schrecklich. Das hat es im Dritten Reich nicht gegeben. Beim Dritten Reich haben sie also ordentliche Beschäftigungspolitik gemacht, was nicht einmal hier in der Regierung in Wien zusammenbringt. Ich habe nie die Beschäftigung im Dritten Reich gelobt. Sollte ich sie gelobt haben, habe ich in derselben Debatte mich dafür entschuldigt. Der hat lang daran gezerrt und hat es sehr bedauert. Er hat es auch gesagt. Das war ein Fehler. Ich habe immer gesagt, dass man in Österreich hoffentlich so viel Demokratie hat, dass man die Wahrheit sagen darf. Haider distanziert sich wenig glaubwürdig. Die FPÖ mobilisiert ihre Anhänger in Klagenfurt. Mit seiner Intelligenz kann man nicht eine so fehlende Sensibilität in den Formulierungen haben. Das, glaube ich, war einer der wesentlichen Fehler, die natürlich auch sozusagen im International auf den Kopf gefallen sind. Ein falscher Satz. Haider wird als Landeshauptmann abgewählt. Seine Kärntner Wähler wollen das nicht verstehen. Die FPÖ mobilisiert Massen. Dennoch, er muss gehen. Eine Niederlage. Heute haben Sie den Sieg davon getragen. Heute ist der Triumph auf Ihrer Seite. Passen Sie gut auf Kärnten auf.
nach seiner Abwahl, da hat er dann begonnen und gesagt, er muss jetzt wirklich den Protest von unten mobilisieren, dieses Robin Hood-Image, der Rächer der Enterbten, weil er auch wirklich das Gefühl hatte, ihm selber sei jetzt Unrecht geschehen. Und dafür muss er sich jetzt revanchieren. Haider kehrt auf die bundespolitische Bühne zurück. Er treibt die Große Koalition vor sich her. Bei Fernsehdiskussionen prangert er Privilegien an, mit Tafeln. Er punktet gegen überraschte Gegner. Ich zeige Ihnen jetzt etwas. Wie geht das? Die sind ja an der Aufklärung gar nicht interessiert. Und das ist die Frage, die sich uns stellt. Da habe ich mir eine Schautafel vorbereitet, die ich Ihnen mitbringen darf. Sie sind auf das Tafel umgefallen. Schmidt, Haider. Dr. Haider, die Kamera kann... Nein, du bist wieder weg. Bitte drum, ja. Die FPÖ-Politikerin Heide Schmidt überwirft sich mit Haider, wird zur Gegnerin. Sie gründet das Liberale Forum. Denn wenn der Haider kommt, dann wird Ordnung gemacht, dann herrscht Gerechtigkeit in diesem Lande, dann wird ausgemistet in allen Bereichen. Wenn ihr wollt, liebe Freunde, dann erneuern wir gemeinsam Österreich. Ich bin bereit, die Führung in diesem Lande zu übernehmen. Ich bin bereit, aus Österreich zu sein. Jörg Haider dreht an der Eskalationsschraube. Ich sage euch, bevor man das Volk auswechselt, sollten wir beginnen, die Politiker in diesem Land auszuwechseln. Bis dahin ist er eine Haider-Leit-Variante. Es sind nicht immer die Besten, die als Erste von zu Hause fortgehen. Ja, wenn sie Flüchtlinge sind, dann erwarte ich ja, dass die Flüchtlinge irgendwann wieder mal nach Hause gehen. Die eigenen Leute arbeitslos zu machen und die billigen auch. Mörder haben hier nichts verloren. Mörder unserer Kinder haben hier in Österreich nichts verloren. Wer wollte daran verdienen, dass er Ängste geschürt hat? Na, ich verwahre mich einmal dagegen, dass die Freiheitlichen in irgendeiner Form je die Forderung Ausländer raus erhoben hätten. Wir sind nicht ausländerfeindlich, aber wir sind inländerfreundlich. Und das hat uns auch macht dann seinen großen Erfolg auch bei den Wählern aus. Und dann entdeckt Haider das Ausländerthema. Ein Volksbegehren fordert den Stopp der Zuwanderung. Alles, was gesagt haben, ist richtig. Alles ist richtig. Das FPÖ-Volksbegehren Österreich zuerst spaltet das Land. Haiders Gegner mobilisieren beim Lichtermeer. Hunderttausende demonstrieren. Es hat ihm nur genützt. Das Lichtermeer, ein Wohlgefühl für alle, die an der Demonstration teilgenommen haben, und hat dem Haider seine Stimme gebracht. Das Thema wurde dadurch zu einem echten zentralen Thema. Also man hat den Kampfhandschuh aufgenommen. Das Ausländerthema, die Flüchtlingsfragen, die Migrationssorgen. Jörg Haider holt sie in die Politik. Dort bestimmen diese Themen bis heute den Diskurs. Politik nah am Volk, im Bierzelt. Immer um Haider junge Herren. Er wollte immer die Buberl-Partie um sich haben, die ihn da sozusagen umschwirrt haben. Das war immer so ein Buberl-Bienenschwarm. Die Buberl-Partie war so ein Mittelding zwischen Quereinsteigern und alter Partei. Das waren Leute eben, die nur ihm persönlich loyal waren. Er hat vieles, was er sich selber aufgebaut hat, auch wieder kaputt gemacht, aber auch, weil er keine Menschenkenntnis hatte. Er hat ja in seiner Umgebung Glücksritter gehabt, Leute gehabt, die mit ihm hochgeschwommen sind, die alleine in der politischen Landschaft keine Chance gehabt hätten. Bei Jörg Haider war es wichtig, dass du Leistung bringst, dass du halbwegs drei gerade deutsche Sätze rausbringst, das heißt, dass du kommunikativ bist, dass du Menschen begeistern kannst. Er hat da einen eher entideologisierten Zugang gehabt, sondern die Ideologie war ihm da nicht so vordergründig wichtig. Die SPÖ hat in den vergangenen 10 Jahren... 1999 schockt Haider bei seinem Comeback in Kärnten die anderen Parteien. Erstmals wird die FPÖ zur Nummer 1. Haider triumphiert. Er wird wieder Landeshauptmann. Man hat gesagt, ich möchte nur eins noch erleben, dass der Jörg wieder Landeshauptmann wird. Und das hat er noch erlebt. Ich möchte es auch nicht weiter kommentieren. Ich sage nur herzlichen Dank euch allen. Zwei, drei Tage auf. Ich sage ja.
Das war das Einzige, was ich mir je in meinem politischen Leben wirklich gewünscht habe. Haider am Gipfel seiner Popularität. Kann er Kanzler werden? 1986 prophezeien wir in dem totalen Absturz. Es gab seither 39 Wahlen, 38 davon hat er gewonnen. Er wird nächsten Wahlen auch gewinnen. Ein Haider am Cover war 10% mehr Verkauf. Und deswegen war er so oft am Cover. Sie haben behauptet, das tun sie deshalb, um auf seine Fehler und auf seine Nachteile zu verweisen. Ja, das muss man erst einmal glauben. Man braucht ja nur Haider anrufen und sagen, okay, geben Sie uns ein Interview über Ihre Geheimpläne, dann sind Sie am Titelblatt. Was er dabei gesprochen hat über die Geheimpläne, war nächste Woche schon immer wahr, aber es war ein Neuigkeitswert. Haider und die Medien, es ist eine Symbiose der Erregung, sie steigert die Auflage. Ich lebe eigentlich nur deshalb von den Medien, weil die Medien sogar so grauslich zu mir sind. Ist es möglich, dass Haider einen Rücktritt gibt? Er hat gegnerischen Journalisten immer wieder das Gefühl vermittelt, jetzt habe ich ihn, jetzt mache ich ihn auf. Ausländer raus und auf einigen das Hakenkreuz. Auf der Linie der Berichterstattung des ORFs in den letzten Wochen. Es sind immer wieder entgegen. Und hat sie provoziert. Das ist ja ein absoluter Unsinn, was Sie hier verzapfen. Für Haider wäre natürlich nichts gefährlicher gewesen, als ignoriert zu werden. Ich bin jetzt 20 Jahre lang. Wichtig ist der Soundbite, wichtig ist die Ankündigung, wichtig ist die Semantik. Ne? Die Leute streiten immer über Political Correctness, nicht über die Sache, ne? Sondern über die Ankündigung. Und da war er unübertroffen, ne? Indem er mit einer genau dosierten Provokation immer wieder die Schlagzeilen in seine Richtung gelenkt hat. Voller Freundlichkeit. Haiders beste Mitspieler sind natürlich die Koalitionsparteien, die wirklich dilettantisch. Dilettantischst arbeiten. Im Herbst 1999 treibt der FPÖ-Politiker die Sozial- und Christdemokraten vor sich her. Die Große Koalition ist klein geworden. ÖVP-Vizekanzler Schüssel spielt sein vermeintlich letztes Atou. Wenn wir nicht mindestens auf dem zweiten Platz sind, gibt's uns nicht in der Regierung. Da werde ich persönlich die ÖVP in Opposition führen. Also ich muss auch sagen, einen größeren Gefallen könnte den Österreichern gar nicht machen. Die Sozialdemokraten haben viele Stimmen verloren. Das ist der Wahltag, die Wende. Haider hat die FPÖ zur Arbeiterpartei gemacht, sie von 4% auf 27% gepusht. Er hat die ÖVP überholt, ist mit den Roten fast auf Augenhöhe. Er wollte regieren, er wollte unbedingt regieren. Immer und immer wieder Opposition zu spielen, wird halt dann irgendwann einmal fad. Die Republik erlebt aufgeregte Tage, Proteste vom Kanzleramt. Da hat er gesagt, so, jetzt bin ich am Ziel, jetzt kann ich endlich gestalten, jetzt kann ich meine Überzeugungen in eine Regierungsarbeit umsetzen. Angelobung der ersten schwarz-blauen Regierung. Haider muss Wolfgang Schüssel den Vortritt lassen. Bundespräsident Klestil akzeptiert die Koalition widerwillig. Die Fehler, die er gemacht hat, waren ja entscheidend. Denn er ist selbst als eigentlicher Parteichef nicht in eine Regierungsverantwortung gegangen. Am Ballhausplatz demonstriert die Linke. In der Hofburg wird die schwarz-blaue Regierung angelobt. Haider wird nicht Kanzler, nicht Minister. Er bleibt in Kärnten. Er polarisiert zu stark, auch international. Dann, die EU-Staaten verhängen am 31. Jänner Sanktionen gegen Österreichs Regierung. Der Tag heute ist an Dramatik nicht zu überbieten. Die Regierung der 14 Mitgliedstaaten werden bilaterale und offizielle Kontakte auf politischer Ebene mit einer österreichischen Regierung, an der die FPÖ beteiligt ist, weder fördern noch akzeptieren. In der EU wurde der Eindruck erweckt, man muss uns helfen, eine rechtsradikale Gefahr abzuwenden. Unglaublich. Also ich war fassungslos. Wenn das dieses Europa ist, wo der Herr Chirac und der Herr Schröder bestimmen, wer Avantgarde ist und wer zweitklassiges Mitglied ist, dann wollen wir nicht in diesem Europa sein. Das ist nicht der Weg. Er hat Dr. Schüssel zum Kanzler gemacht und hat geglaubt, langfristig gesehen wird es ihn nach vorne bringen. Es war ja ein schwieriges Regieren, weil es kam jede Woche ein größerer Stolperstein aus Kärnten. Also er hat sich zurückgezogen, aber es war für ihn sehr schwer, nicht die erste Geige zu spielen. Haider tritt in die zweite Reihe.
Nach 15 Jahren tritt er als FPÖ-Obmann ab. Sie ist absolut Haider-loyal. Vizekanzlerin Susanne Ries-Passer übernimmt Haiders Partei. Es ist das Ende einer Ära. Scheinbar. Die letzten Meter vor dem Gipfel lässt der Bergführer seine Seilschaft vorgehen. In diesem Sinne, Susanne, geh voran. Glück auf. Das gesellschaftliche Klima bleibt aufgeheizt. In Wien wird jeden Donnerstag gegen Haider demonstriert. Die als ungerecht empfundenen europäischen Sanktionen stärken die Regierung. Ich glaube, dass er erkannt hat, dass er einfach in Europa ein Unberührbarer gewesen ist. Haiders kleine Welt bleibt Kärnten. Sei gegrüßt, edler Jörg, Gastherr und Landesfürst von Kärnten. Der Landesfürst, der liebe Hof! Was sagen Sie mir heute noch hier? Ein Erdenmann. Der Jörg war für alle da. Er war unendlich fleißig. Es hat keine Feuerwehrspritzen gegeben, die zu klein war. Der Haider ist gekommen und hat eine Rede gehalten. Ich geh fort und du bleibst da. Er ist geschwommen wie ein Fisch im Wasser. Ich bin schon weg. Ich habe das immer wieder erlebt. Da kommt ein Männergesangsverein oder ein gemischter Chor, plötzlich steht der Haider mittendrin und singt mit. Sein Bezug zu den Menschen, das war für mich etwas, was in Österreich keiner gehabt hat und nie mehr einer haben wird. Ich war im Fahrkasseum, da waren 10.000 Halifahrer um und ich bin mit meinem Quad vorbeigefahren, da schreit eine, hi Läusel. Wir bei der Tier ist reingekommen und hat jeden Einzelnen fast die Hand gegeben. Der hat sicherlich jeden Kärntner in einer Legislaturperiode einmal die Hand geschüttelt. So einen Politiker wird es nie mehr geben. Und diesen Zauber einer Begeisterung in der Begegnung, den vermochte Jörg Haider in seinen politischen, aber auch in seinen privaten Begegnungen tatsächlich ansteckend zu verbreiten. Ja, das Geburtengold. Was ich ihm zugute halte, er hat hohe soziale Kompetenz gehabt. Wenn Sie halt 490 Euro Mindestpension haben und davon leben müssen und dann gibt Ihnen jemand 100 Euro, dann hat das schon einen Wert. Und solche Dinge werden von den Menschen nicht vergessen. Er wollte den sogenannten kleinen Mann, den wollte er schon unterstützen, hat es auch getan, wenn auch nicht immer mit tauglichen Mitteln. Ja, und wie das ganze Werkel da unten gelaufen ist, kommt er erst jetzt langsam, heraus. Erlaubt mir einmal persönlich eine Entscheidung zu treffen. Ich bleibe sicherlich hier in Kärnten. Ihr müsst verstehen, die haben uns den Krieg erklärt. Naja, es war sicher so, dass er das Gefühl haben musste, dass er sich nicht mehr durchsetzt. Die Regierung in Wien spart. Ein Nulldefizit ist das Ziel. Haider missfällt das. Er fordert eine Steuersenkung. Haider geht in Opposition, diesmal zur eigenen Regierungsfraktion. Seine Aufgabe wäre gewesen, dass Susanne Ries-Passer, die sich dann als eine blendende Vizekanzlerin herausgestellt hat, den Rücken freizuhalten. Und das genaue Gegenteil hat er gemacht. Die Politik, die hier gemacht wird, entspricht nicht dem, was ich 1999 den Wählern versprochen habe. Wir sind in der Regierung, wir haben gewusst, dass wir unangenehme Reformen mit auf den Weg bringen müssen, aber das ist staatspolitisch notwendig. Aus dieser unerträglichen Situation gibt es nur eine Möglichkeit, dass jemand die Konsequenzen zieht. In Wien sagt er zu allem Ja und Amen und dann ist er in Klagenfurt und sagt, mir reicht's im wahrsten Sinne des Wortes. Er war aber ein Medienmensch mehr als ein Machtmensch. Und wer sie mit mir anlegt, der muss sie warm anziehen. Knittelfeld war der Versuch, Jörg Haiders mit delegierten Unterschriften einen Sonderparteitag sicherzustellen, wo er als Parteichef zurückkehren wollte. Und Knittelfeld war so eine Art Zwischensitzung vor dem Parteitag, wo man versucht hat, eine Einigung zu finden. Und es ist dann fürchterlich in die Hose gegangen. Nur zwei Jahre nach Haiders Wahltriumph. Krisensitzung im steirischen Knittelfeld. Der FPÖ droht die Spaltung. Funktionäre rebellieren gegen die eigenen Minister. Ein brutaler Kampf. Blau gegen Blau. Neuwahlen ja oder nein? Neuwahlen Haider.
Er war der vermeintlichen Illoyalität, aus seiner Sicht Illoyalität von Riesbassa, Westenthaler, Krasser und so weiter überdrüssig. Auf der anderen Seite wollte er wahrscheinlich nur einen Schuss vor den Bug setzen. Der Reißwolf, wie wir ihn genannt haben, also der Scheuch ist auf den Tisch gesprungen und hat das Kompromisspapier zerrissen. Und dann bekam das eine Eigendynamik, die nicht mehr aufzuhalten war. Mittelfeld ist ihm nicht passiert, das hat er zugelassen, dem hat er bewusst zugeschaut. Ich glaube, er wollte das nicht, er wollte diese Regierung nicht sprengen. Er wollte wahrscheinlich ein bisschen mit dem Finger, einen Fingerzeig uns geben, aber es ist ihm am Ende entglitten. Das ist auch historische Wahrheit. In dieser Art und Weise hatte er dieses selbstzerstörerische Element, dass er die Dinge, die er aufgebaut hat, also die FPÖ als Mittel- bis Großpartei, durch die von ihm angefangene Parteispaltung, hat auch diese Regierungsbeteiligung wieder beinahe umgebracht. Ja, das sind die besten. Die berufliche hat durch Nittelfeld und die Ereignisse damals natürlich einen Knick bekommen. Die menschliche hat nie aufgehört. Wir haben immer Kontakt gehalten. Und so ging es halt bis zu dem Punkt, wo es leider nicht mehr weiterging. Und Damen und Herren, wir haben Sie heute für Finanzen eingeladen, um Ihnen mitzuteilen, dass ich werde, Herr Herne, selbstverständlich zurücktreten werde, dass ich zurücktrete. Er unterschreibt einen Koalitionsvertrag, tritt selbst nicht in die Koalition ein und betreibt eigentlich dann eine Art Oppositionspolitik gegen die Koalition, die er selbst mitgeschaffen hat. Ich sage das hier ganz offen, mir tut das leid, es ist so weit, gekommen. Dort, wo er dann gesehen hat, dass es ohne ihn in seinem Sinn geht, dort hat er versucht, auch seinen engsten Gefährtinnen und Gefährten den Hund hineinzumachen oder Sand ins Getriebe zu streuen. Das war für mich ein psychokriminologisch hochbedeutsamer Akt, der ein bisschen was von seiner wunden und hungrigen Seele auch des Zerstörenwollens offenbart hat. Haider hat den Bogen überspannt. Bundeskanzler Schüssel nutzt den Moment. Neuwahlen. Die gespaltene FPÖ verliert 2/3 ihrer Wähler. Haiders Traum vom Kanzler aus. Vorbei. Ein Provinzpolitiker spielt auf der Weltbühne. Auffallen um jeden Preis. Er sucht den Kontakt zu Unberührbaren. Und dann kommt diese Idee, jetzt zeige ich es Ihnen, Justament, und jetzt bin ich für die Araber. Ayuha el Mujahedin el Arab, Allah Salamun alaikum. Es war eigentlich fast so etwas wie ein Signal, schaut her, hier ist ein Riesentalent, ich möchte eigentlich die ganze Welt beglücken. Haider hat sich natürlich ein Vergnügen gemacht, hier auch in die Schlagzeilen zu kommen, durch Besuche bei weltpolitisch als bös punzierten Leuten wie Saddam Hussein oder Muammar Gaddafi. Ob da auch Geld geflossen ist, ist aus meiner Sicht nicht belegt und spielt für mich auch zunächst gar keine Rolle. Wenn nicht die arabische Welt hat Hoffnungen, dass auch ich einen Beitrag zur friedlichen Entwicklung leisten kann, und das tue ich. Liebe Freunde, da steckt kein Saft und keine Kraft dahinter, hinter dieser Orange. Eine Orange, die einfach Vitamine beinhaltet, die ein Wohlgefühl beinhaltet. Ich kann jeden nur warnen davor, in diese saure Frucht, in diese Orange hineinzubeißen, die politisch manipuliert ist. Diese Orange ist eine faule Orange und sie ist eingedeckt. Wir wollen ja in Wirklichkeit eine freiheitliche Idee wiederbeleben und sie mit positiver Gestaltungsarbeit erfüllen. Na, die Gründung des PZÖ war natürlich eine Situation, die uns alle massiv enttäuscht hat. Also mich im Speziellen, viele meiner Mitstreiter und auch ehemaligen Mitstreiter von Jörg Haider, dass er mit dieser Abspaltung einen Zerstörungsversuch gegenüber der Freiheitlichen Partei gelebt hat. Und das hat zu massiven Zerwürfnissen geführt und auch zu Auseinandersetzungen, wo wir uns gegenseitig unschöne Dinge ausgerichtet haben. Er wollte eine neue, dynamische, junge, moderne Bewegung, wie er gemeint hat, gründen, eben ein Bündnis für die Zukunft Österreichs. Das hat sich allerdings als politische Fehlgeburt erwiesen. Haider hat durchaus den Tod seiner Partei, der Freiheitlichen Partei, in Kauf genommen durch die Gründung des PZÖ. Es gibt ständig in den eigenen Reihen diejenigen, die den eigenen Erfolg nicht haben wollen. Man hat sich orangiert. Er war voll überzeugt, dass diese PZÖ-Gründung
den Strache isolieren wird. Wir müssen jetzt wieder jede echte FPÖ-Politik machen, wie sie all sich so... All diese Jammerer, Nörgler, Sudoranten... Das ist wieder jede FPÖ, die ich früher so ich gerne nicht mitgetragen habe. Ich will nicht mich mit diesen Ideologien auseinandersetzen. Weder mit einem Nationalsozialismus noch mit sonst Da kommt ja nicht viel Saft raus, ne? Haiders Kalkül platzt. Die alte FPÖ mit dem Wiener Heinz-Christian Strache an der Spitze überlebt. Sein neues Bündnis schafft nur hauchdünn den Einzug ins Parlament. Haider ist dort angelangt, wo er 1986 begann. Das BZÖ 4,1. Klar im Nationalrat. Das war wahrscheinlich der Tiefpunkt der persönlichen Karriere Jörg Haiders. Ja, totgesagte leben länger. Das ist bekannt. Die Wiener Künstlerin Deborah Sengel arbeitet 10 Jahre nach Haiders Tod an seinem Erbe. Für eine Ausstellung in Klagenfurt hat sie einen Setzkasten gestaltet. Haider und seine Hinterlassenschaft. Kleinteilig gerahmt. Mich interessiert an Haider durchaus auch der Mythos Haider. Die Rolle dieses Menschen, die er durchaus auch für Österreich hatte und nachhaltig noch immer hat, was Haider einfach gemacht hat, auch mit diesem Land, was wir bis heute noch spüren. Eine dieser Arbeiten heißt Minimund und beschäftigt sich mit dem Ortstafelstreit. Heute sage ich euch, gibt es einen Landeshauptmann, der die Ortstafeln verrückt, damit das großslowenische Trauma nicht wieder aufersteht. Ganz los, dieser Ortstafel. In Kärnten setzt Haider auf altbewährte Themen. Er wärmt den Streit um zweisprachige Ortstafeln immer wieder auf und setzt auf Deutsch-Kärntner Emotionen. Er hat einfach gewusst, das ist ein Thema, mit dem man sehr viel bewegen kann in Kärnten. Und wenn sie uns langpflanzen, dann tun wir bei allen Ortsdörfern Schienen einziehen, sodass wir ständig hin und her rücken können, bis das Ganze wieder funktioniert. Und damals war halt so, dieses Thema sollte man nicht zu Ende führen, weil man braucht es immer für die Wahl. Haider narrt Höchstgerichte und Bundesregierung. Er lenkt damit von ernsten Problemen ab. Die Hypo-Affäre platzt. Ist einfach ein Land, in dem Recht und Ordnung herrscht. Sollten Sie spendenwillig sein, dann gebe ich Ihnen einen Erlaubschein. Ein Landeshauptmann und ein Bankchef, Wolfgang Kulterer. Bei der Hypo-Alpe Adria bilden sie ein gefährliches Erfolgsduo. Brot und Spiele. Expansion um jeden Preis. Kredite mit Landeshaftungen. Eine Milliardenhypothek für alle. Sag mal, so jetzt im Kern der Parteien. Zweifelsvoll muss man zusammenhalten, wenn es ums Land geht. Die Hypo Alpe Adria hat der Jörg Haider als seine persönliche Handkasse betrachtet. Schande. Er hat dort mit dem damaligen Hypo-Chef Wolfgang Kulterer einen kongenialen Partner gefunden. Nur beide haben vollkommen das Augenmaß verloren. Die Bank braucht für den Wachstumsprozess natürlich immer frisches Geld. Geht der Jörg Haider in die Bank hinein, macht ein Konto auf, ohne Unterschrift, ohne Sicherheiten, überzieht das um 2 Millionen, hebt das Geld ab und alle sagen, grüß Gott, Herr Landeshauptmann, danke schön, auf Wiedersehen. Wenn ich das mache, wäre ich eingesperrt. Der größte Fehler der Regierung Haider bei der Hypobank war, dass man bis zu 24,8 Milliarden Haftungen eingegangen ist. Das hätte eigentlich jemandem auffallen müssen, auch den anderen. Ihr sitzt überall drinnen, ihr habt überall mitgeschrieben. Es hat viele Mittäter gegeben. Und jetzt wird es auf einmal gegen die Hypo losmarschieren. Hypo-Chef Kulterer muss Jahre später vor den Richter. VP-Chef Josef Martins fühlt sich verführt. Haider ist da schon tot. Es war ein Fehler, mich mit Dr. Haider einzulassen. Meine Theorie ist die, würde Jörg Haider heute noch leben, wäre überhaupt niemand verurteilt worden. Die Hypo, da hat er etwas völlig Richtiges gemacht. Er hat es den Bayern verkauft. Und ich kann mich an diesen Anruf, wo er sich unglaublich gefreut hat, noch erinnern an dem Abend, wie er von Bayern heimgefahren ist. Er hat mich angerufen und hat gesagt, jetzt habe ich den Krempel den Bayern umgehängt. Und wäre das so geblieben, und ich garantiere Ihnen, würde Haider heute noch leben, wäre es so geblieben. Es mag schon sein, dass es für manche Grund zur Annahme gibt, dass ein noch im Amt befindlicher Haider irgendwie die rechtsstaatlichen Konsequenzen des Alpen-Adria-Hypo-Skandals hier sozusagen umgebogen hätte. Ich bin skeptisch, ich bin da eher von der Stärke des österreichischen Rechtsstaates überzeugt.
Nach dem Argument hat diese Bank eben mit dem Tod Jörg Haiders ihren alles überstrahlten Schutzherrn verloren und damit auch den Schutz gegenüber den Konsequenzen rechtsstaatlicher Kontrollen. Aber es ist ganz typisch, dass man eben Jörg Haider unbewusst als einen Art feudalen Landesherrn wahrnimmt, der auch den Rechtsstaat sozusagen in Zaum halten kann. Auch 10 Jahre nach dem Tod malen die Mühlen der Justiz langsam. Haiders Witwe und seine Töchter werden auf Schadenersatz geklagt. Ein Urteil steht aus. Weg der Selbstvernichtung gegangen. Er hat sich selber vernichtet. Er war ja alkoholisiert, ist kein Zweifel. Er war müde, erschöpft und er wollte nach Hause eilen. Die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Ausgerechnet in einer Kurve, wo er schon einmal Probleme hatte. Vielleicht hat er einen Sekundenschlaf gehabt. War wie ein Sohn für mich. Bedrückend. Haiders Erbe ist unvollendet. Na, was bleibt primär ist, er hat die FPÖ von einer kleinen, in die Bedeutungslosigkeit absinkenden Honoratiorenpartei zu einer der drei großen Kräfte gemacht. Na, von ihm bleibt sicherlich, dass er eine dritte Altpartei, die Freiheitliche Partei, zum Nutznießer dieses Abstiegs von Sozialdemokratie und Volkspartei gemacht hat. Es bleibt von ihm, dass er angetreten ist, das rot-schwarze System aufzubrechen und gezeigt hat, es ist möglich und wir setzen das heute fort. Die von ihm initiierte Regierung ist gescheitert. Er selber ist als Chef einer Kleinpartei in den Tod gegangen. Die FPÖ war Jörg Haider und Jörg Haider war die FPÖ. Das war so. Wenn ich an Jörg Haider denke, ist alles, was ich von ihm mitbekommen habe, was an Begegnungen mit ihm in mir gespeichert ist, es ist alles da. Das Schöne, aber auch die großen und zum Teil sehr schmerzlichen Fragen. Langweilig war es nicht. Bin noch nicht fertig gewesen.